So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ich habe heute zwei Sachen für euch. Wir gucken uns erstmal das neue Set an. Danach gucken wir uns einen bewaffneten Drachendeck an, was ich schon mal für euch gebaut habe, weil das Thema ist recht beliebt bei Fans und alles. Aber ich will gar nicht mal so lange rumquatschen. Nämlich gehen wir jetzt zum Shop. Und wir haben die neue Mini-Box. Da fliegen schon die Ballons. Vielleicht geklickt. So. Übrigens nehme ich das Ganze mit OBS auf, weil ich hatte gemerkt, dass die anderen Videos so eine Art 480p Qualität haben. Ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwas eingestellt bei Camtasia 9 oder weil ich da gerade nutze. Auf jeden Fall sollte das hier besser sein. Jetzt habe ich aber für euch das neue Set. Und zwar. Wie heißt das? Rampage of the Forest. Genau. Gut. Rampage of the Forest. Wir haben 80 Packs. Und zwar haben wir zwei URs. Wir haben hier einmal die ungewandelte Insektenkönigin. Wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf weiß, war die in dem letzten Millennium-Set in dem letzten Set drin, wo Pegasus drauf war. Und dann haben wir hier die gepanzerte Biene. Die gepanzerte Biene war damals schon recht gut, weil sie halbiert die ATK eines Monsters und dann könnt ihr halt angreifen, weil ein 3000er Monster so wie Blue Ace wird dann halt schnell zum 1-5er. Und sie hat 1,6, ist schon ganz ordentlich. So, ich gehe mal kurz auf den Effekt ein von der ungewandelten Insektenkönigin. Musst durch einen Karteneffekt als Spezialbeschwörung gefroren werden, falls ein Insektenmonster auf den Spielfeld liegt, kann der Gegner falls ein anderes Insektenmonster auf den Spielfeld liegt, kann der Gegner Insektenmonster, die kontrollierst, nicht als Karteneffekte wählen. Ziemlich gut, zusätzlich können sie nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden, auch ziemlich gut. Am Ende des Damage-Tests, falls die Karte angegriffen hat. Du kannst ein Monster als Tribut anbieten. Auch nicht schlecht, kann Effekte triggern. Diese Karte kann sofort noch einmal ein Monster des Gegners angreifen. Das ist One per Turn. Müsste das sein? Einfach Spielzug während der Endphase. Du kannst einen Insektenmonster-Spielmarke mit 100 ATK und 100 Death Stufe 1 beschwören. Also folgende Sachen. Sie kann zweimal angreifen, sie beschwört ein neues Monster, was Stufe 1 ist. Und Karteneffekten machen euren Insektenmonster gar nichts mehr aus. Das heißt, schöner Support für Weevil und alles drum und dran. Des Weiteren, da sie Monster Spezialschutz ist, ist sie auch ziemlich gut. Wenn irgendwann 5Ds und Synchro-Monster kommen, dann kann man damit auch ein paar Plays machen, zum Beispiel Formel-Synchron oder etc. Ist jetzt nur Zukunftsgerede, bla bla bla, aber falls das kommen sollte, wäre geil. So, gehen wir mal zu der besten Karte im ganzen Set, nämlich Hatonate. Ihr seht natürlich am Set oder am Artwork schon, die Karte ist eine Anlehnung an Riesentornade. Und Riesentornade hatte halt den Nachteil, oder den Vorteil damals, dass du damit Combo-Plays machen konntest, weil du hattest zum Beispiel Vereinigtes Begräbnis und dann hast du Riesentornade aktiviert und konntest die Dings wieder zurück auf die Hand geben, aber das Monster wurde nicht zerstört. Und kannst du wieder benutzen und kannst damit ewig lange Plays machen und alles. Hatonade ist übrigens auch eine Karte aus Extreme Force, aus dem aktuellen TCG-Set, dass wir hier am 22. oder 23. werde ich das öffnen. Vorausschnitt ist es schon, ich warte nur auf den Release-Tag dann. Auf jeden Fall werden wir so gegen Ende des Monats auf jeden Fall öffnen, ganzes Display. Also gerne ein Abo da lassen, dann seht ihr das da auch, falls euch TCG interessiert. Dann kommen wir zu einer Karte, den dunklen Kern. Man wirft eine Karte ab, verbannt das gewählte Ziel. Okay, man muss das Ziel wählen, ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber es bringt das Spiel schon weiter auf jeden Fall. Eine Karte abwerfen ist, man muss eben mit den Handkarten aufpassen, den Duel Links, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ansonsten ist er nicht schlecht. Hatonade und Dunkler Kern sind Karten, die ich auf jeden Fall jeden zwei oder drei Mal empfehlen würde zu holen, weil vor allem Hatonade kann ziemlich gut werden. Oder ist jetzt schon ziemlich gut, weil man einfach mal die Backrow auf die Hand gibt und dann noch nicht mal den antimagischen Zauberpfeile da aktivieren muss, um halt Safe Damage zu drücken. Dann kommen wir mal zum anderen Themendeck, das hier noch mit drin ist, nämlich Sylvanish. Sylvanish ist ein Xyz und ein Synchro-Monster-Play-Deck im TCG und das haben halt die Effekte zum Ausgraben. Nicht milden wie bei Lightsworn, sondern Ausgraben. Das heißt, ihr guckt euch die Karten an. Dann werden sie auf den Friedhof gelegt und darin können auch Effekte triggern und damit spielen die halt auch. Dann haben wir hier erstmal den Kumuso-Pilz. Der sagt, dass man 5 aufdecken muss und dann kann man halt
Warte mal kurz, ich muss mal kurz durchlesen. Du kannst eine Zahl zwischen 1 und 5 bestimmen. Dann so viele Karten von oben auf dein Deck ausgraben, alle Ausgrabenmonster von die Pflanze auf den Friedhof legen. Zusätzlich eine Karte lieber Reihenfolge aufs Deck zurücklegen. Ziemlich gut. Falls die Karte durch einen Karteneffekt vom Deck ausgegraben und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Zauberfallenkarte auf den Friedhof wählen, zerstöre sie. Beides ziemlich gut. Also lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch den Felsengeist. Der kann als Spezialbeschwörung beschworen werden, wenn man ein Erdmonster spezial beschwört. Ist auch ziemlich nice, ist auch geil. Dann haben wir hier noch die Gigapflanze, die auch ziemlich gut ist. Die war damals im TCG ziemlich gut. Ja, sie ist halt ein Zwillingsmonster mit Überwachen, kriegt sie den Effekt ganz schnell. Und sie ist halt Elblatt als Pflanzenmonster. Elblatt kennt ihr wahrscheinlich schon von den Zombie-Monstern. Sie macht halt genau das Gleiche, sie holt Insekten wieder aus dem Friedhof, kann sie wiederbeleben. Und wenn sie stirbt, sterben halt auch die Insektenmonster, oder? War das bei dir so? Nee, den Effekt hat sie nicht, den Effekt hatte nur Elblatt. Aber ist halt trotzdem gut zu wissen. Elblatt werde ich auch einblenden kurz. Dann haben wir hier die Blanierraupe des Untergangs, das ist ein Stufe 8 Insektenmonster, ja. Kann beschworen werden, indem man zwei Insektenmonster von Friedhof verbannt. Ist auch ziemlich cool, wenn die Kampfschaden zufügt, dann legt man die oberste Karte seines Decks auf den Friedhof. Ist auch nicht schlecht. Allerdings, hier kurz zur Erwähnung, wegen Sylvanisch, man legt auf den Friedhof, man gräbt nicht aus. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Karte ist für Likes von Decks gut. Also rein theoretisch, aber ich würde sie nicht empfehlen. Und ja, ansonsten, in Sylvanisch ist es scheiße, weil sie gräbt nicht aus. Nur mal kurz zur Erwähnung. Ist halt wichtig zu wissen. Dann haben wir hier den Kokon der Ultra-Evolution. Kokon der Ultra-Evolution. Das ist eine Karte für Weevil. Auch Insekten und all drum und dran. Ich lese sie mal kurz vor, weil ich kenne sie selber noch nicht. Wieder ein Insektenmonster, das mit einer Ausrüstungskarte ausgerüstet ist, von deiner beliebigen Spielerseite als Tribut an. Du hast die Beschwörung ein Insektenmonster als Verschwörung von deinem Deck. Du hast dieselbe Beschwörungsbedingungen. Du kannst die Karte vom Friedhof verbannen. Insektenmonster in deinem Friedhof wählen, mischst das Insekt zurück, zieh eine Karte. Ziemlich gut. Ist also Support für die Insektenkönigin und auch für generell Weevils, Pflanzen, Motten, Dinger da. So, dann haben wir hier noch Gedächtnisverlust. Die werde ich auch mal kurz durchlesen, weil die kenne ich auch noch nicht. Wenn soeben der Effekt eines Monsters in offener Angriffsposition, das den Gegner kontrolliert, aktiviert wurde, auswählen des Damage-Steps, annulliere den Effekt und falls dies ändert, die nochmals auf der Verteidigungsposition. Also annullieren, geil, aber ja, zerstört nicht. Also muss man gucken, kann man bestimmt irgendwie spielen, weil es ist so eine Art Effektweiler, nur langsamer, weil Fallenkarte ist nicht schlecht, aber naja, mal gucken. Gut, dann haben wir hier den großen Sylvanischen Baum. Der ist auch nicht schlecht. Ja, man guckt sich halt auch wieder die Karten an. Man gräbt wieder eine aus, kann eine Karte ziehen und alles drum und dran. Ist nicht schlecht. Wird in Sylvanischen auf jeden Fall gespielt. Mal gucken, was wir von dem Themendeck noch alles bekommen. Dann haben wir hier Alcapirrhoe, Ungeheures Weiß. Kenne ich nicht. Hier werde ich auch nicht drauf eingehen. Geflügeltes Nashorn haben wir hier noch. Resonanzinsekt. Sylvanischer Blumenritter. Ich guck mal kurz nach, ob hier noch ein paar gute Karten drin sind. Der Blattmarschall ist ziemlich gut, weil er Karten schießen kann. Der Schotenbach ist auch nicht schlecht. So, was haben wir noch drin? Die war ich gerade eben schon durch. Die will ich mal kurz lesen. Wenn der Battlefield sofort, nachdem dieser Effekt aufgefallen wird, als normal schon, kannst du eine ankommende Rivale pro Spiel zu aktivieren. Während der Battle Phase, also würde ich spielen, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist wie eine Doppelbeschwörung, nur als Schnellzauber. Vielleicht in der Rogue Mage ist sie vielleicht gut, weiß ich jetzt nicht, aber schreibt mir mal, wo ihr die Karte verwenden würdet. Ist nicht schlecht, aber mal gucken. Haben wir hier noch Schwerkraftpeitsche. Die ist auch nicht so toll, glaube ich. Sehe ich hier noch irgendwas so auf den ersten Blick, was hier noch gut ist? Ja, sonst muss ich ja eigentlich gar nichts mehr ansprechen. Ja, das war's Ganze jetzt hier zu dem neuen Booster-Set, was ich dazu zu sagen habe. Opening wird es natürlich geben, sobald ich den letzten Senju bekommen habe. Also, ja,
zwei, drei Wochen vielleicht, ich weiß es nicht. Ich will jetzt dafür keine 10 Packs ausgeben und ein kleines Opening machen. Das ist. Nee, da kommt irgendwann später ein großes Opening und dann war's das. Gut, jetzt gehen wir aber zu Chess, weil da habe ich nämlich ein Drachendeck für euch vorbereitet. Nämlich mit dem neuen Elementar-Typen da. Zeige ich euch gleich mal das ganze Deck. Deswegen, was wir da so alles spielen. Ist ja zum Event auch wichtig, wurde ja auch erwähnt, dass man das machen könnte. Ist gar nicht mal so schlecht. Wir spielen einen Level 10er, den bekommen wir von dem Chess-Event. Ich glaube, Chessathon war das. Ich guck mal kurz. Ja, müsste Chessathon gewesen sein. Dann haben wir hier den Elementarherrscher, den Windrose. Den Level 5er zweimal, Level 7er spiele ich zweimal, den Level 3er spiele ich dreimal. Drei Feindkontrollen als Backrow. Dreimal aufgestiegen, weil es halt schnell sein muss. Dann zwei Level-Modulationen, weil aus dem Friedhof wieder beschwören, dann aufgestiegen. Das ist eine kleine Combo. Ist ganz gut, ist für Anfänger in Ordnung. Sonst PvP ist es scheiße auf jeden Fall. Ja, und der Gegner zieht zwei Karten, das ist halt. Ja, Wasserlochfallgrube, dann Spiegelwand und dann auch noch die Mauer der Störung. Ich müsste ein Replay für euch vorbereitet haben. Ich guck mal kurz ins PvP. Wenn nicht, ich will mal kurz mal gegen einen Standard-Duellanten. Weil im PvP, ich bin Platin. Ich teste das hier jetzt nicht. Das geht voll in die Hose auf jeden Fall. Ich müsste mal gucken. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Oder war es das? Nee, haben wir nicht. Okay, testen wir so. Teste ich so. So, jetzt gehen wir aber ins Duell mit dem Waffen- und Drachendeck. Und zwar gegen Katzenohren und Freunde. Das werden wir machen. Die Fähigkeit ist unwichtig, die ich gerade habe. Das ist Kartenzugspür niedrig, aber ich kann euch da auch gerade keine empfehlen. Also Neustart oder Balance oder was man halt immer so nimmt. Ja, hat er glaube ich noch nicht Chess. Ich wollte es halt auch mit Chess spielen, weil es halt sein Deck ist. Dein Deckthema vom Anime. Und wir haben eine ziemliche Schrotthand. Also nicht so extrem Schrott, aber Schrott. Wobei der Schrott-Themendeck immer noch besser ist. Und der muss offen liegen, damit er Level 5 Varus beschwören kann. Er muss ja nichts zerstören. So. Ja, okay. Mach das mal. Ja, power den mal schön auf. So, dann aktiviere ich mal die Feinkontrolle. Wie gesagt, ein PvP nicht zu empfehlen, ganz ehrlich. Lasst es. Da haben wir Level 10er, ist gut, dass wir den schon mal auf der Hand haben. So, den Spezial für euch aus dem Deck. Ist immer besser. So, du musst jetzt den durch Kampf zerstören, damit der Level 7er rauskommt. So, und ich werde jetzt hier Folgendes zeigen. Ich will euch den Level 7er und den Level 10er zeigen, sowie auch den Windrosen-Elementarherrscher. Level 7er nehmen wir aus dem Deck. Ja, schöne Animation auf jeden Fall. Erst Sound habe ich rausgelassen, weil ihr wisst ja hier. Facecam und Dings sind Nebengeräusche, stört mich so ein bisschen. Oder stört fürs Video, besser gesagt. So. Er holt den raus, okay. Auf 3000. Ja, habe ich die Spiegelwand. Darfst du mal reinrennen? Waffe Drache Level 3, okay. Will ich nicht zahlen. Jetzt rufen wir mal einen Level 10er. Und der hat natürlich keine Beschwörungsanimation. Warum auch Konami? Ist ja unnötig, nicht wahr? Leider. So.
Jetzt warten wir noch kurz auf den Windrose. Ich habe zwei Level 5er drin. Ich habe einen da. Gut, okay, dann kann ich nämlich schon mal hier aufgestiegen machen. Dann haben wir nämlich das Deck schon mal ein bisschen verkleinert. Deckausdünnung immer schön. So. Dann, dann, dann. Ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht noch genau 5 Monster, oder? 2, 3, 4. Eins fehlt noch, siehst du, eins fehlt noch. Aber es klappt ganz gut mit der Beschwörung von dem Ding, aber vom Windrose. Aber naja, ist halt auch wieder so eine Sache. So. Aufgestiegen. Können wir auch machen. Dann können wir gleich nochmal den Level 7er beschwören. Ich verstehe gerade nicht, warum ich das auf dem Level 10 hätte machen können, aber egal. So. Gut, gleich werde ich auch mal die Monster zerstören. Da haben wir ihn. Sehr schön. Und der Windrose hat auch keine Animation, aber es ist halt leicht zu beschwören. Er ist auch gar nicht mal schlecht. Ihr könnt auch zwei dann spielen, natürlich. So, greifen wir mal kurz die beiden an. So. Und das war's auch schon von für ein Video hier. Lasst mir gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, wo es denn das Event-Opening gibt zum letzten Event oder zum gerade aktuellen Event mit den DD-Tower. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Luffy. Ciao, bis dann.